Ein Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Es geht weiter und nun ja, Sequenz von Erinnerung 2, die Horta. Mal schauen, was Elise in Erfahrung bringen konnte. Marie-Levecks Männer entluden die Kähne und brachten das Getreide zum Palais du Luxembourg. Wenn das Volk glaubt, dass die königliche Familie in Notzeiten Nahrung hamstert. Aufruhr. Genau das, worauf Germain es abgesehen hat. Madame Levecque gehört dir. Ich suche das gestohlene Getreide und schaffe es weg, bevor es jemand findet. Sei nur vorsichtig. Lass dich nicht schnappen. Alles klar. Gut, wir beide haben wieder eine Aufgabe zu erledigen. Super. Was ich persönlich auch ziemlich cool gefunden hätte, wenn man im Koop, wenn man zu zweit gespielt hätte, dass einer vielleicht Arnaud gewesen wäre und der zweite Spieler, der nachjoint, Elise. Und das hätte ich ganz cool gefunden, weil man ist ja sonst immer nur so ein random Typ. Und ja, jetzt müssen wir ein Attentat auf die Frau begehen. So helft mir doch! Rück das Pulver raus! Was sollen wir tun, Michel? Könnte ich diese Wache nur in die Finger kriegen? Alles klar. Feier. Ihr habt euch selbst übertroffen. Merci. Und nun entschuldigt mich. Ich muss meinen Mann sprechen. Alles klar. Marie Levesque eliminieren. Das Gebieterkunden für Gläser sorgen. Alles klar. Nun gut, da unten haben wir direkt eine Sache, die wir machen können. So, und was stand jetzt da gerade? Da stand wieder Sachen. Fortschrittsanzeige. Jetzt will ich es mir kurz anschauen. Hier steht es: Kein Alarm auslösen, Thomas Levesque retten. Ach, den Mann also retten. Okay. Keinen Alarm auslösen, alles klar. Und ihren Mann retten. Okay. Hi. So, alles klar. Guten Tag. Merci, Michel. Seid ihr wohl auf? Okay, Unterstützungsgelegenheit haben wir. Und jetzt sprechen wir mit der Frau. Es liegt mir fern, einen Künstler in Not zu ignorieren. Die schicken dich auf die Galeeren. Das war doch nur ein Leid. Schloss knacken oder Schlüssel stehen. Hui. Okay. Alles klar, jetzt ist die Frage, wie wir am besten hier reinkommen. So. Je t'aime heißt, ich liebe dich. Ist da irgendjemand? Ich gebe nicht auf, bis du tot bist. Du gehörst mir. Hi. Alles klar. Er haut ab, Beeilung! Gut, ich sorge natürlich mal wieder für eine Partystimmung hier. So, hi, du kommst. Wow. Das habe ich aber auch nur ganz knapp überlebt, oder? Holy moly. Da bist du ja! In seinem Rücken! So. Dich habe ich. Und was. Der Kollege legt es echt drauf an, aber von hier aus treffe ich den nicht doch. So, der Schuss hat gereicht. Ah, stehlen. Von dem Typen also. Alles klar. Das heißt. So. Ich würde sagen, wir sorgen hier einfach mal ein bisschen für Stress. So. Hui. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nix da. Ja. Ey, what the. Okay, gut. Ich bin auch viel zu stürmisch reingegangen, gebe ich zu. Also, so können wir das nicht machen. So. Also alles nochmal machen. Diesmal aber alles ein bisschen diskreter, würde ich sagen. So.
Gut, die Wachen sind sehr leicht zu erledigen. Gut, die Sache haben wir. Mit dem Händler sprechen, werden wir auch machen. Gut, so, wo wir das herbekommen, weiß ich ja jetzt auch. Alle Männer hier haben dasselbe getan. Oder weniger. Und das nennen Sie also Justiz? Könnte es in meiner Macht sein. So. Wir müssen halt wirklich diskret vorgehen. Oh, und ich habe den Rang Veteran erreicht. Haha, freut euch mit mir. So, den haben wir. Alles klar. Alles klar, da unten ist der Typ, den wir bestehlen können. Oh Mann. Wo willst du raus? Alles klar. Hallöchen. Du, hör mal, hier ist keine Türe. GG, dieses Spiel. So. Wie machen wir das jetzt am besten? Hier stehen so verdammt viele Wachen. Verschwindet! Jetzt! Ich kümmere mich schon um euch. So, mal schauen. Wir müssen halt echt gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Ist halt einfach die Frage. So. Gut, da hinten ist eine Wache. Können wir von hier aus aber nicht ausschalten. Da sind... So, jetzt muss ich mal kurz analysieren. Hier sind zwei Typen. Okay. Wenn ich die Wache ausschalten könnte, wären wir schon mal einen Schritt weiter. Hätte ich die schon mal. Die Wache ist schon mal erledigt. Wir müssen halt einfach gucken, dass wir drumherum nicht so viele Leute haben. Weil das ist nämlich dann das Problem. Und ich würde sagen, den da hinten... Muss was näher rankommen. Den lassen wir jetzt auch mit einer Berserkerklinge erstmal was leiden. Habe ich jetzt mit einer Berserkerklinge? Ja doch, habe ich erwischt. Super. Weil so sind die alle was abgelenkt und jetzt kann ich mit das Schloss knacken. Ich hoffe, das ist Stufe 2, weil eigentlich dürfte es für die Mission nicht Stufe 3 sein, weil wir das eh noch nicht skillen können. Oder aber das Spiel denkt sich, fuck that shit, und es ist doch so. Alles klar. So, jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich das da hinten schaffe. So, ich gehe erstmal, glaube ich, diese Glocke deaktivieren. Weil wenn ich die deaktiviert habe, können sie schon mal keinen Alarm auslösen. So. Alles klar. So, das war's mit dir. Boah, dieser eine Typ hält echt verdammt viel aus, muss man sagen. So, wenn wir die befreien könnten, wäre das echt super. Mal gucken. Vielleicht ist das ja... Ach nee, erfordert auch eine höhere Stufe. Verdammt. Gut, dann brauche ich jetzt wirklich die, den Schlüssel. So, die Glocke... Glocke, genau, die Glocke haben wir auch deaktiviert. Die Glocke haben wir auch deaktiviert. Wie viele von den Pappenheimern stehen hier vorne noch? Oh man, so viele wollte ich gar nicht. So. Können wir es nicht einfach von dir stehlen? Aber wir kämpfen einfach mal ein bisschen mit. Wow. Hey.
Nix da, Kollege. So, du kommst auch her. Ich habe sie zumindest lang genug abgelenkt, um die Glocken zu deaktivieren. Alles klar. Dann werden wir die jetzt mal hier befreien. So. Euch lasse ich frei. Und die lasse ich jetzt hier auch frei. Nur Thomas Levesque retten. Müssen wir auch noch machen. Wir interagieren jetzt einfach mit allen Zellen. So, ich wette mal natürlich, dass die jetzt ziemlich angepisst sind. Und gerne ihre Rache wollen. Somit habe ich schon mal für den perfekten Aufstand gesorgt. So, da oben ist jetzt die Madame, die ich eliminieren muss. Aber wo ist denn Thomas Levesque? Den armen Tropf, den ich ja retten soll. Das ist anscheinend der Mann. Also, will die den irgendwie umbringen, ihren Mann? Weil er nicht mehr von Nutzen ist, vielleicht? Wer weiß das schon? So. Aber da unten wird mir was angezeigt. Da ist ihr Mann. Ja, genau, das könnte ihr Mann sein, der da hinten ist. Was macht der arme Tropf denn da hinten? Okay. Da will ich jetzt auch mal hingehen. Verteidigen. Ach so, das ist... Ach, okay, den hätte ich verteidigen müssen, oder wie? Okay, helfen wir dir mal. Ich muss gerade schauen, wie lange der Part geht. Ich glaube, bis 10 nach kann ich aufnehmen. Holen wir es uns. Na nix da, Kollegen. Vorsicht, hier kommen noch mehr. Noch eine Bande Halunken. Okay, gut. Kommt mal her. So. Alles klar, das war's mit denen. Hui, die haben eindeutig was drauf. Aber das war's mit dem. So. Dann fahr mal weiter, wo auch immer du hin willst. So. Während du weiterfährst, plündere ich die einfach mal. Sprechen. Okay, hallo. Vielen Dank, mein Freund. Ich wünschte, ich könnte euch angemessen entlohnen. Nicht nötig. Diese Ablenkung ist schon mehr als genug. Was war das? Ach, nichts. Okay. Ablenkung durch Feuerwerk sichergestellt. Hm. Nun gut. Natürlich auch eine coole Sache. Jetzt klettern wir durch das Fenster wieder hier rein. Ich würde halt jetzt nur wirklich gerne wissen, wie wir Thomas Levesque retten können. Der müsste uns doch auch als goldenes Ziel angezeigt werden, oder? Oder liege ich da falsch? So, Hier stimmt etwas. Holy moly. Ey. So. Auf jeden Fall die Glocken deaktivieren. Die sind das größte Übel. Okay, da ist schon so eine Glocke. Ich muss halt echt wissen, wo dieser Thomas Levesque ist. Oder muss ich die erst eliminieren und dann, bekomme ich das gesagt? Oder wie ist das? Die meinte doch, die muss mit ihrem Mann sprechen. Also muss das ja irgendwas damit zu tun haben. So.
Hier wird mir nichts angezeigt, also... Nee, nur sie als goldenes Ziel. Tolles Fest, oder? Ich finde die ganze Sache etwas daneben. Wieso? Die Eröffnung eines Kerkers zu feiern, während das Volk auf der Straße verhungert, ist das nicht genau das, wogegen wir rebellieren? Ich muss dich sprechen. Wir feiern den Verjährung der Revolutionsjustiz über die Tyrannei. Gut, wer will mich sprechen? Oh, der da oben. 100 Pro, dass wenn ich den jetzt erschieße, dass es um mich geschehen ist. Ich habe eine Idee. Ich verkleide mich jetzt. Oh, ich bin eine Frau. Wahnsinn. Gericht? Ha! Der Mann ist ein Tyrann und ein Feind der Nation. Er sollte sofort exekutiert werden. Das hat man davon. So. Alles klar. Okay. Habe ich sie nicht jetzt eigentlich? Hä? Assassin's Creed, bitte? Ach so, ich musste erst... Hauptsache, die Wachen hat das gar nicht interessiert. Und ich musste erst in sie reinstechen. Vergiss nicht, was ich dich lehrte, Marie. Oui, Maman. François Thomas Germain. Wegen Verbrechen gegen den Templerorden werdet ihr verbannt. Jeder, der dem Exilanten Schutz bietet, wird sein Schicksal teilen. Na, der Molay spricht zu mir. Ich kenne seinen Willen, Delasherre. Delasherre! Milady, Besuch für euch. Ich brauche eure Hilfe, Marie. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemzug verschwört er sich gegen die Revolution. Im nächsten verspricht er, bei ihrer Umsetzung zu helfen. Gut. Ihr könnt diese Informationen an die richtigen Männer weiterleiten, Monsieur Le Villetier? Natürlich, Großmeister. Mit diesen Beweisen hier ist die Verurteilung des Königs gewiss. Okay. Wache! Wache! So. Wachen gibt's keine mehr. Nur... Natürlich gibt's hier wieder keinen Ausgang. Hi. So. Nur ich blick einfach nicht, wo jetzt hier der verdammte Mann von ihr ist. Also, das muss mir einer erklären. So, Fortschrittsanzeige. Thomas Levesque retten. Wo ist der Kerl denn? So, dann prügel ich mich jetzt hier einfach durch die Gegend. So, komm her. Klar, das war's mit dem. So, den haben wir. Was ist denn mit diesen grünen Punkten jetzt gemeint? So, ich muss auf jeden Fall schwere Schläge gegen die machen, damit es einfacher wird. So. Was ist denn damit gemeint? So, komm her. Auf jeden Fall sind wir in der Story wieder weitergekommen. Ist auf jeden Fall immer interessant mit diesen Flashbacks. Schon gut inszeniert worden. Und die Musik ist gerade auch wieder sehr stimmungsvoll. Achso, das ist nur ein Fluchtpunkt, okay. Alles klar. So, damit haben wir es geschafft. So, das war's mit dir. So, Thomas Levesque retten haben wir nicht geschafft. Ich frage mich immer noch, wer er ist. Naja. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Vielleicht war ich einfach nur wieder zu blöd dazu. Aber, naja, keine Ahnung. Ich habe das irgendwie jetzt nicht ganz verstanden, wer das sein sollte. Naja, auf jeden Fall, wir haben damit einen weiteren Templer, oder eher Templerin, muss man ja sagen, erledigt. Und wir sind dem Ziel ein Stück näher gekommen. Jetzt gibt es hier die nächste Mission. Die Flucht. Da Marie Levesque nun tot ist, ist es an der Zeit für das Treffen mit Elise und die Flucht aus der Gegend. Okay.
Alles klar, bevor wir diese Flucht aber in Angriff nehmen, würde ich sagen, beende ich jetzt hier erstmal den Part und dann sehen wir uns zum nächsten wieder. Bis dahin, ciao Leute, und vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Auf Wiedersehen. Ja.